Jo Leute, was geht? I'm Bengo hier und wir sind heute wieder zurück mit einem weiteren F1 2021 Video. Wir fahren in einer Open Lobby ein 25% Rennen in der sehr gelungenen Strecke in Saudi-Arabien. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe ihr habt den auch. Deswegen lasst ein Like da, subscribe und wir sehen uns bald wieder. Peace. Gehen das natürlich ganz, ganz ruhig an in die erste Kurve. Weil das, ja, das kann gar nicht so schaden. Danke McLaren, danke Aston Martin, danke ihr drei. Mein Fehler, zum Glück keine Verwarnung. Aber so schnell geht das, weißt du? Start of Safety Car. Aha. Sorry, es war noch kein DNF, das heißt, es fahren alle weiter. Das ist natürlich cool. Das heißt, wir können jetzt natürlich schauen. Jetzt startet das Rennen. Verbremst. Aber wenn ich mich verbremse, dann fahre ich es voll durch. Dann habe ich die. Dann nehme ich die Verwarnung. Jetzt hätte ich dich gehabt. Basel Player. Wow, Safety Car. Ja, wir sind vor McLaren. Wichtig. Wichtig. Durch, interessant. Yes, Jump Team. Guter Start, guter Start, guter Start. Kann man so lassen. Ach, kein Schaden, kein Hackmeck von anderen. Also bei so Online-Lobbys. Immer möglich, wie hier gerade. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da Mr. UFO Minator zurückkommen wird und sich rächen will. Wüsste ich es nicht. Da muss man ganz vorsichtig sein, weil da kann entweder jetzt der von hinten dir auffahren. Okay, was macht der? Disqualifiziert vielleicht. Okay, das geht weiter. Der muss in die Box fahren. Bitte sei kein Spielverderber jetzt. Ah, drei Boxen. Okay. Three places. Dankeschön. Das heißt, wir sind Vierter mit einem Boxenstopp. So, Safety Car kommt die Runde rein. Das heißt, wir schauen uns mal die Temperaturen an. Es ist natürlich kalt. Und auf den nächsten Graden werden wir natürlich jetzt beginnen, langsam unsere Reifen aufzuwärmen. Safety Car wird jetzt announcen, dass es reinkommt. Dankeschön. Wir müssen es nicht ein bisschen wärmen werden. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Go. Keine Dive Bomb von hinter mir. Wir haben auch noch mal kurz die Reifen auf. Unnötig RS. Absolut unnötig RS. Aber wurscht. Okay, die drei fighten.
einer ganz weit. Er hat sich hinten wieder an, okay. Boah. Jetzt bin ich weit raus dran jetzt. Unnötige Verwarnung. Absolut unnötig. Das ist die Frage. Überhole ich die oder warte ich bis die boxen und fahre dann weg? Das ist die Frage, wie sehr meine Reifen gegen den hinter mir abnehmen. Beziehungsweise wie viel Abstand wir mit den Reifen vor uns kreieren können. Okay, the gap behind is 2.6 seconds. Ja, ich glaube, wir schauen mal, wie sich dieser Fight hier entwickelt. Sich da einer dreht. Ja, beide benutzen so viele S. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Könnte um einiges schneller sein. Ah. Ja, jetzt. Ah. Wow. Er war so weit. Ich habe kurz überlegt, ob ich mal da was anschaue. Ob ich da die Nase reinstecke. Schade, jetzt wäre es interessant geworden mit der S. Sehr schade. Rennfluss kaputt. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Es ist ein Platz mehr. Na. Boah, das hätte mich jetzt heiß gemacht. Huhuhu. Fünfter. Das ist möglich. Es ist möglich, Leute. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. Sehr cool. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Okay, clear. Ja. Na, ja. Oh. Nein. Das war Wahnsinn. Ausgewichen, ein Ausgewichen, aber er ist jetzt 5 Sekunden vorne. 4 Sekunden. Hat uns sehr viel Zeit gekostet, aber er hat auch eine 3 Sekunden Strafe, das heißt, es wird alles auf der Strecke entschieden. Ich hoffe, es kommt kein Safety Car mehr. Schalten.
Ich überleg. Wo ich ihn überhole. Vielleicht hier. Great maneuver. You made it look easy. Das war schon sauber, oder? Boah, cool. Jetzt geht's ab. Hunting Season. Mal safe raus aus der DS, aus dem DS-Fenster. Erledigt. Ich glaube, nächste Runde gehen wir. Oh, er hat 6 Sekunden. Okay, wir gehen nächste Runde auf schnellste Runde. Wir kommen ihm ordentlich näher. Da wird jetzt so viel er jetzt schon. Wir haben vielleicht diese Runde sogar schon schnellste Runde. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Zentimeter. Fast eine Sekunde. Ich glaube, das ist unsere erste Runde ohne Fight, ohne irgendwas, ohne Safety Car. Ah, zu weit. Glück gehabt, keine Verwarnung. Green flag. There's 5 laps of fuel remaining. So, bis zum nächsten DS-Fenster, bis zum nächsten DS-Detection Point sind wir im DS-Fenster. Wir haben genug. Ja, 1x1 Sekunden. Let's go. Das war nicht weit. XX Zocker, bitte lass mich dich überholen, wenn es fair ist für mich. So. Hat er Schaden? Hat Schaden. Hat safe Schaden. Ja, hat keinen Schaden. Wo wollen wir hin hier schon? Cool. Uhu.
an der Wand entlang geschrammt. Eine sehr starke Performance. Boah, ich dachte, ich dachte, das war die letzte Runde. Ich dachte, wir haben ihn 3 Sekunden abgenommen. Wir wären sogar Erster gewesen. Das wollte ich sagen. Aber es geht sehr easy aus, okay? Boah. Weil es wäre sich genau ausgegangen, als wenn ich die Strafe gehabt hätte und er nicht. Dass ich aus dem Fenster bin, aber das wird sich, denke ich, sicher ausgehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen normal fahren die Runde. Deswegen habe ich die Runde auch schon voll pusht. Mit dem RS und so weiter. Bis es auf Null ist. Okay, clear. Jetzt sind dreht. Also, haben wir es doch geschafft. Cooles Rennen, cooles Rennen. Wir werden auch den Titel des, ja, hier ist er, Spaß. So soll morgen der Lando jubeln, daneben der Verstappen, der Vettel und der Hamilton, ist mir wurscht, kann Vierter sein, dann hat der Verstappen gewonnen einfach die Weltmeisterschaft. Das wäre top, top. Let's go. Prediction for tomorrow. Ihr habt es zuerst gehört. Let's go. Wir sind am richtigen Weg. Wir sind am richtigen Weg. Weiter hart arbeiten. Wir genießen das. Und ja, schauen, dass wir stetig besser werden. Und eben mit besseren Fahrern fahren können, bessere Kämpfe haben auf der Strecke und eben mein Ziel ist es, in einer Online-Liga mitzufahren, wo eben wirklich, wo es um was geht, richtige Spannung drin ist und eben auch besseren Content machen zu können. Meine Teamkarriere auf 110. Was ich auf jeden Fall unbedingt machen will, ist eine Koop-Karriere mit einem zweiten, der genau auf meinem Level ist. Also, dass wir 110 beide fahren, selbe Zeiten. Und dann gehen wir zu unterschiedlichen Teams, das Auto, wie gut ist seins, wie gut ist meins. Das wäre halt, das ist so meine Vorstellung, das wäre richtig cool. Und ja, dem verabschiede ich mich. Peace.